Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Mythen aus Mittelerde. Heute blicken wir tief ins Fundament der Welt. Dort, im Herzen des Nebelgebirges, tat sich schon vor langer Zeit eines der größten Gebilde aller Zeiten auf. Eine gewaltige Behausung für Durins Volk mit unzähligen Minenschächten. Die Rede ist von Khazad-dûm, besser bekannt als Moria. In diesem Video erzählen wir euch von der Gründung des ureigenen Zwergenreiches bis hin zu seinem Untergang. Und jetzt wünschen wir euch wie immer viel Spaß beim Video. Zwergenbinge, Zwergenheim, Moria. Das große Reich der Zwerge trug viele Titel, doch sein wahrer Name ist Khazad-dûm. In der Sprache der Zwerge bedeutet dies Zwergenhallen. Moria ist die größte und gewaltigste Heimat der Zwerge. Außerdem brachte sie den Zwergen einen gewaltigen Reichtum, denn Moria war in erster Linie eine Mine. Dort wurde nach Edelmetallen und kostbaren Steinen geschürft. Doch das Wertvollste, was die Zwerge in den Tiefen der Mine fanden, war Mithril. Es wurde auch Moria-Silber genannt, da es nur in Moria und nirgendwo sonst in Mittelerde gefunden wurde. Die Seltenheit des Mithril und dessen besondere Eigenschaften machten Morias Bewohner wohlhabend und reich. Während der Jahre der Bäume, einige Zeit nach dem Erwachen der Elben, erblickte Durin der Unsterbliche als erster der Zwerge das Licht der Welt. Kurz darauf gründete er das Reich Khazad-dûm in den Höhlen, die sich oberhalb des Schattenbachtals befanden. Hier sollte Jahrtausende später die Schlacht zwischen den Flüchtlingen des einsamen Berges und den Orks stattfinden, bei der Azog und Tror getötet wurden. In den folgenden Jahren wurde die Zwergenbinge stetig vergrößert. Schon bald nahmen sie weitläufige Gebiete dieser Gegend des Nebelgebirges ein. Zu Anfang des zweiten Zeitalters kamen auch viele Zwerge aus anderen Zwergenreichen dorthin. Die Bevölkerung Morias wuchs. Zu dieser Zeit grub man auch einen Gang bis nach Eregion, also die Ebene südlich von Bruchtal. Nun gab es durch das Reich der Zwerge eine gesicherte Passage über das Nebelgebirge, die einen nach Westmittelerde brachte. Des Weiteren eilten die Zwerge Morias den Elben zur Hilfe, als Sauron im Jahre 1697 die Elben Eregions angriff. Die Blütezeit Morias endete im Jahre 1980 des dritten Zeitalters als Folge eines Desasters, denn die Langbärte waren zu gierig und schürften zu tief in ihrem Verlangen nach Edelmetallen, was sie fortan auf ewig bereuen sollten. Denn die Zwerge weckten in den Tiefen der Welt ein Ungetüm, welches sie nicht erwartet hatten. Es war einer der mächtigsten Untertanen Melkors, entsprungen aus der Hölle von Angband, ein Balrog. Die Zwerge nannten ihn Durins Fluch. Denn er tötete den Zwergenfürsten Morias, Durin den Vierten. Kurze Zeit später erschlug er auch seinen Sohn und Nachfolger Nain. Somit war das Ende Morias besiegelt. Alle dort wohnhaften Zwerge flohen. Angeführt von Nains Sohn Train wanderten sie zu den Eisenbergen und zum einsamen Berg. Dort gründete Train ein neues Königreich, das bis zum Angriff von Smaug Bestand haben sollte. Moria war nun von den Zwergen verlassen. Zeitgleich scharte der Balrog Orks und Trolle um sich. Die einst ruhmreichen Hallen der Zwerge verwandelten sich zunehmend in einen düsteren Ort. Circa 700 Jahre später verheerte Smaug den Erebor. Ein weiteres Mal wurden die Zwerge aus ihrer Heimat vertrieben und letztendlich zog es ihre Blicke wieder gen Moria. Trains Urahn Thror zog mit einer großen Zwergenarmee zum Nebelgebirge und im Schattenbachtal trafen die Streitkräfte der Zwerge auf die Heerscharen der Orks. Die große Schlacht von Azanulbisar begann. Viele Zwerge fanden in dieser Schlacht ihr Ende. Auch ihr König Tror, der einstige König des Erebor, trat dort in den Schatten. So scheiterte der Versuch, Moria zurückzuerobern. Obwohl die Schlacht der Orks und Zwerge anschließend beendet war und die Zwerge siegten, war es ein beklemmender und fruchtloser Sieg. 200 Jahre später ging Balin mit einer Expeditionsgruppe vom Erebor nach Moria und versuchte es neu zu bevölkern. Ein gewagtes Unternehmen, denn der Balrog lebte noch immer dort und auch die unzähligen Scharen an Orks und Trollen hatten die Minen und Höhlen Morias nicht verlassen. So kam es 5 Jahre später zu einer Tragödie, denn die Siedlungen, die Balins Zwerge in Moria errichtet hatten, wurden von den Orks zerstört. So schlug die Expedition fehl und der Versuch, Moria erneut zu bevölkern, scheiterte. Als Balin von den Orks getötet wurde. Ein paar Jahrzehnte später erreichte auch die Gemeinschaft des Rings Moria. Dabei besiegte Gandalf den Balrog, wurde jedoch vom Rest der Gemeinschaft getrennt und einstweilen für tot gehalten. Was im vierten Zeitalter mit Moria passierte, ist nicht ganz gewiss.
Es ist allerdings anzunehmen, dass nach dem Sturz Saurons und der Vernichtung unzähliger Orks die alte Zwergenstadt neu besiedelt wurde. Man fand zu dieser Zeit auch einen zweiten Ort in Mittelerde, an dem es Mithril gab, die Glitzergrotten unterhalb von Helms Klamm. Damit endete die Geschichte Morias, doch der Mythos jenes Ortes lebte weiter. Hier noch ein paar Fakten zu den ausgestreckten Minen. Sein Name Zwergenbinge heißt Grabung der Zwerge. Im Sindarin hieß Moria Havodrond, im Quenya, also der Sprache der Noldor von Aman, Kasoronda und in der allgemeinen Volkssprache Mittelerdes, dem Westrond, Furunagian. Der Name Moria stammte aus der Zeit, in der Khazad Dûm wegen des Balrogs verlassen wurde. Es stammt aus dem Sindarin und bedeutet so viel wie dunkler Abgrund. Das große Westtor wird nur im Mondschein sichtbar und öffnet sich, wenn man Melon als elbisches Wort für Freund ausspricht. Das Wichtigste zu Moria haben wir damit erzählt. Wir hoffen auch heute wieder, dass euch das Video gefallen hat. Anmerkungen oder Kritik könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bis bald und auf Wiedersehen.